Als nächstes ziehen wir uns was sehr Interessantes an. Und zwar wurde mir hier ein neues Video von Maestro vorgeschlagen. Und allein schon das Thumbnail hat es in sich. Ja, irgendwie ändern sich auch Maestros Thumbnails langsam. Ich weiß nicht. Also das könnte jetzt so 1:1 auch irgendwie, weiß ich nicht, entweder von Julian Reichelt oder von irgendeinem Content Creator sein, der halt ein bisschen, ja, weiß ich nicht, was für ein Content machen. 20.000 Menschen und wieder lügen die Medien. Die größte Pro-Palästina-Demo in Deutschland. Aber abgesehen davon will ich jetzt nicht zu schnell urteilen und wir schauen einfach mal rein. Die größte Pro-Palästina-Demo in Deutschland von Maestro. Let's go. Was geht ab? Assalamu alaikum. Guten Tag. Alaikum salam. Willkommen zu einem neuen Video. Meine Stimme ist ein bisschen kaputt. Gestern haben wir demonstriert in Düsseldorf. Ich danke jedem Einzelnen, der da war. Ich werde vorab, am Ende dieses Videos, die Rede, die ich dort halten durfte, Dankeschön auch nochmal dafür, einfügen, damit ihr das auch hören könnt. An dieser Stelle, ich halte das Video kurz mit meinen Ansagen, sondern möchte euch Bilder einblenden. Denn, so wie ich es mir gedacht habe, die Medien in Deutschland berichten über eine Demonstration, wo nach meinem Gefühl 20.000, 25.000 Leute locker da waren. Offiziell heißt es 17.000. Sei mal dahingestellt. Dass er das wieder nicht merkt, dass Maestro das wieder nicht merkt, dass das einfach, also guck mal, ich sag mal so zwei Punkte. Also erstens, es kann ja sein, dass es eine Diskrepanz gibt in der öffentlichen Berichterstattung und der wahren Zahl. Aber dieses, wir sind so viele, doch die Medien wollen uns weniger machen, kommt es jemandem von euch bekannt vor? Ich frage ernsthaft, kommt es jemandem von euch bekannt vor? Hat es jemand von euch schon mal gehört? Genau. Donald Trump und natürlich diese ganzen Querdenker-Demos. Kennt ihr noch diese Demos in Berlin, wo die irgendwie Deutschland retten wollten vor der Diktatur und wo die dann gesagt haben, wir waren, keine Ahnung, was die gesagt haben, wir waren 3 Millionen Menschen oder sowas. Und am Ende waren es dann irgendwie so laut offiziellen Schätzungen 10.000 oder noch weniger. Ich will das jetzt nicht 1:1 gleichsetzen, aber mich beschleicht schon so ein leichtes Gefühl, dass das für ihn schon so der Anlass ist, um irgendwie die Fallhöhe aufzubauen, dass die deutschen Medien so krass lügen. Aber gucken wir mal weiter. Viele Menschen friedlich demonstriert haben. Friedlich. Es gab keine Zwischenfälle. Und ich will euch mal kurz zeigen, wie berichtet wird. Tagesschau. Die Demonstration wendet sich gegen den Krieg in Gaza und war eigentlich als Schweigemarsch geplant. Doch nach Angaben der WDR-Reporter vor Ort ist es sehr laut. Es seien bisher mehrere Strafanzeigen gestellt worden. Schon im Vorfeld seien antisemitische Transparente von der Polizei beschlagnahmt worden. Ja, natürlich, wenn du 17.000 Leute hast, wird es den einen oder anderen geben, vielleicht ein schwarzes Schaf, der irgendwas Verkehrtes hochhält. Klar, das hast du auch. Und wo ist dann jetzt das Problem, wenn die Medien davon berichten, Maestro? Hä? Also was stört dich jetzt daran, dass das berichtet wurde? Vielleicht kommt es ja noch, was dich daran stört. Ich bin mal gespannt. Bei jedem Fußballspiel, ich würde gerne Statistik sehen, wie viele Strafanzeigen regelmäßig bei Fußballspielen gestellt werden. Also das sei mal dahingestellt, aber 17.000 Menschen. Wo habt ihr 17.000 Menschen, die für Menschenrechte demonstrieren, wo es so friedlich abläuft wie gestern in Düsseldorf? Ich werde euch gleich Szenen einblenden. Bitte merkt euch das. Dieses Zitat, ich lese nochmal vor, nach Angaben des WDR-Reporters vor Ort ist es sehr laut. Es seien mehrere Strafanzeigen gestellt worden, also es wird das Bild... Mal ganz kurz, wo stand denn das mit dem sehr laut? Nach Angaben der WDR-Reporter vor Ort ist es sehr laut. Okay, ich verstehe, weil es als Schweigemarsch geplant war und dann schweigen halt doch nicht alle. Okay, das werden wir ja bestimmt gleich hören. Menschen, die für Menschenrechte demonstrieren. Merkt euch das, dieses Zitat, ich lese nochmal vor, nach Angaben des WDR-Reporters vor Ort ist es sehr laut. Es seien mehrere Strafanzeigen gestellt worden, also es wird das Bild impliziert. Ich weiß nicht, welcher WDR-Reporter vor Ort war. Auf jeden Fall, liebe Grüße gehen nicht raus an dieser Stelle. Es wird impliziert, es war wieder schrecklich, es war wieder ja, chaotisch. Und also das lese ich jetzt aus diesem Artikel, den Maestro da eingeblendet hat, nicht raus. Ich lese da einfach bloß raus, dass es als Schweigemarsch angekündigt war und entgegen der Erwartung zu einem Schweigemarsch anscheinend lauter. Also ich hoffe, wir werden es gleich selber beurteilen können anhand des Videomaterials, was Maestro hoffentlich gleich einblendet. Wieder schrecklich, es war wieder ja, chaotisch und wieder die Ausländer. Das ist, also liebe Grüße an dich, Maestro, wir haben ja letztens schon gequatscht. Also,
Kannst du es jemandem verübeln, wenn man sowas sieht, dass man das kritisiert, Maestro? Merkst du nicht selber, dass das überzogen ist, was du da machst? Mit Sicherheit gibt es genügend Leute, die so eine Einstellung haben. Ausländer. Aber warum ziehst du das aus diesem Bericht von der Tagesschau jetzt gerade raus? Was ist deine Mission? Maestro, du hast mich ja letztens gefragt, was meine Mission ist. Was ist denn deine Mission? Willst du uns beweisen, dass die deutsche Presse eine Lügenpresse ist oder was ist deine Mission? Wo liest du aus diesem Artikel von der Tagesschau, den du gerade vorher eingeblendet hast, wo liest du da raus, Scheiß Ausländer, warum machst du das? Warum übertreibst du das so? Kritisier doch da, wo Kritik angebracht ist. Das ist, weißt du, was mich daran stört? Das, was mich daran stört, ist, dass du Raum wegnimmst für berechtigte Kritik. Wenn wirklich einmal Menschen, die Minderheiten angehören in Deutschland, Unrecht getan wird bei öffentlicher Berichterstattung, dann ist es wichtig, dass die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit dafür da ist. Wenn du jetzt aber hierher kommst und dann sagst, Leute, Achtung, hier wird gelogen, hier werden die Ausländer von der Presse denunziert. Und dann schaut man sich, wenn man zum Beispiel deine Überschrift sieht und denkt sich, okay, da haben echt die Medien gelogen. Und dann schaut man sich das an und sieht sowas. Und sieht, okay, da fantasiert sich jemand was zusammen, was so explizit gar nicht gesagt wurde. Was glaubst du, was für einen Gefallen du dann Leuten tust, die wirklichem rassistischen Framing entgegenkämpfen wollen? Du tust niemandem damit einen Gefallen. Vielleicht dir selber mit den Klicks, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall der Sache tust du damit keinen Gefallen. Wir machen weiter. Rheinische Post. Obwohl als Schweigemarsch angekündigt, waren zu Beginn des Demonstrationszuges zahlreiche Sprechchöre zu hören, die Free Palestine skandierten. Ganz schlimm. Im weiteren Verlauf... Daran ist nichts schlimm. Skandieren heißt einfach nur, dass man solche Parolen, solche Slogans laut ausruft. Das heißt skandieren. Und auch hier liest man raus, es geht um den... Um den Kontrast zwischen einem angekündigten Schweigemarsch, bei dem man schweigt und läuft, und den Sprechchören. Checkst du das nicht, Maestro? Dass das ist, was die Presse hier deklariert, und zwar, dass ein Schweigemarsch angekündigt wurde, aber Sprechchöre wohl abgehalten wurden. Checkst du das nicht? Das ist alles. Das ist es. Nur das wird hier erstmal in diesem Absatz berichtet, genau wie bei der anderen, wie bei dem anderen Bericht von der Tagesschau. Und guck mal, hier steht sogar drin, im weiteren Verlauf waren die Teilnehmenden dann aber ziemlich ruhig. Die Organisatoren waren sehr darauf bedacht, dass die Teilnehmer sich an die vorgegebenen Regeln hielten. Ist doch gut. Ist doch gut, Maestro. Warum... Du kommst mir vor, als ob du zum Schwarzmaler geworden bist. Warum machst du das denn schlechter, als es ist? Was ist denn an diesem Bericht jetzt gerade so schlimm? Teilnehmenden dann aber ziemlich ruhig. In so einem Nebensatz mal eingefügt. Die Organisation. In so einem Nebensatz? Hä? Man kann es ihm nicht recht machen. Es wird korrekt formuliert. Ich meine, guck mal. Man liest ja hier, erst kommt die Ankündigung des Marsches, dann beginnt der Marsch und zu Beginn gibt es Sprechchöre. Im weiteren Verlauf waren alle aber ziemlich ruhig. Was hätten die denn sonst machen sollen? Hätten die erst den weiteren Verlauf bringen sollen, dann ein bisschen was von der Mitte und dann den Anfang oder was? Das ist halt einfach der Ablauf. Des Zuges waren sehr darauf bedacht, dass sich die Teilnehmer an die von der Polizei vorgegebenen Regeln hielten. Über Lautsprechern riefen sie zur Ordnung auf. Die Tagesschau, einer meiner Lieblings-Favorite-Berichterstatter. Nach dem Terrorangriff der islamischen Hamas auf Israel haben in Deutschland an mehreren Orten pro-palästinensische Demonstrationen stattgefunden. Die Kundgebungen blieben weitgehend friedlich, allerdings gab es vereinzelt Verstöße. Also bei Gott, ne? Bei Gott. Wirklich, bitte, Maestro. Bitte... Bring jetzt irgendetwas Plausibles, was daran jetzt hier kritikwürdig ist. Bitte bring irgendwas oder bitte ärger dich nicht, wenn man dich kritisiert. Schreib mir dann auch nicht. Weil, also, wie kannst du erwarten, dass wenn hinter der Aussage jetzt, dass du die Tagesschau so krass kritisierst, die ja so schlimm ist, und jetzt blendest du uns diesen
Beitrag hier ein, der noch nicht mal speziell über eure Demonstration war, eure, ich weiß nicht, ob du an dieser Demonstration organisatorisch beteiligt war, aber an der du teilgenommen hast, das ist noch nicht mal konkret auf diese Demonstration bezogen, sondern über deutschlandweit mehrere Demos. Und bitte sag mir jetzt, was ist an diesem Text so schlimm? Nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas haben mehrere pro-palästinensische Demonstrationen stattgefunden. Die Kundgebungen blieben weitgehend friedlich. Allerdings gab es vereinzelt Verstöße. Dazu sagen, 17.000 Menschen haben ein Beispiel dafür geliefert, wie man zu demonstrieren hat. Guck mal, wie schön das ablief. Nein, der Opener, der erste Satz, muss sein, nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas haben Leute protestiert für Palästina. Was will man damit machen? Ganz ehrlich, das ist für mich trotzdem nicht ausreichend, um jetzt irgendwie zu erklären, warum dieser Beitrag zu schlimm ist. Aber okay, du kritisierst, warum am Anfang, warum nicht einfach nur dran steht, 17.000 Leute haben sich getroffen zum Demonstrieren, warum am Anfang dran steht, nach dem Angriff der Hamas. Gut, guck mal, Maestro, als erster Punkt. Erstens, wenn du es wirklich rational, objektiv beantwortet werden, haben willst, dann ist die Antwort auf deine Frage, weil diese aktuelle Eskalation ausgelöst wurde durch den Angriff der Hamas. Ganz einfach. Darum. Zweiter Punkt, den ich aber trotzdem auch zu deinen Gunsten hinzufügen will, ist, ja, man müsste das nicht in den ersten Satz reinmachen, aber man kann es, weil das halt einfach eben der Auslöser für diese Eskalation und daraus resultieren natürlich auch viele Demonstrationen war. Ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich mir auch mehr klare, deutliche Empathie für die zivilen Opfer auf der palästinensischen Seite wünsche. Und da hätte man diesen Artikel auch ohne diesen Opener machen können. Aber falsch ist das nicht. Das ist nicht falsch, Maestro. Bitte selber. Bitte schreib mal in die Kommentare. Ich küsse dein Herz. Meine Stimme ist schon kaputt. Schreib mal in die Kommentare. Was will man damit machen? Man will jeden, der da demonstriert hat, doch verunglimpfen oder nicht, in eine Ecke stellen. Richtig krass. Tagesschau, ich küsse dein Herz für gar nichts. Also, das ist komplettes, und ich hasse dieses Wort Opferrolle eigentlich, aber das ist komplettes Positionieren in einer defensiven Position, in der du gar nicht sein müsstest. Weil das, was du da alles gerade reininterpretierst, steckt da so pauschal gar nicht drin. Du kannst das alles reininterpretieren, aber halt nur dann, wenn du unbedingt diese dystopische Welt haben willst, in der wir in Deutschland leben und die Lügenpresse will uns manipulieren und macht Leute schlecht und will uns fertig machen. Aber dann befindest du dich eben auf derselben Argumentationsebene wie Querdenker, wie Putin-Versteher und. Und ich weiß, dass du das nicht magst, Maestro, weil du siehst dich nicht als Schwurbler. Und ich sehe dich per se auch nicht als Schwurbler. Aber das, was du da gerade machst, ist eine Art Feindseligkeit gegenüber der Öffentlichkeit, der öffentlichen Presse und am Ende des Tunnels vielleicht, ich weiß, ich kenne den Verlauf des Videos noch nicht, vielleicht auch des Staates, der überhaupt gar nicht notwendig ist. Also du machst dich angegriffener, als du eigentlich bist. Aber egal, wir machen weiter. Der Tagesspiegel, auch richtig krass. Mehrere verfassungsfeindliche Plakate konfisziert. Rund 17.000 Menschen bei pro-palästinensischer Demo in Düsseldorf. Angemeldet waren 1.000 teilgenommen an der pro-palästinensischen Demo, haben fast 17.000 Menschen. Die Polizei konfiszierte schon im Vorfeld mehrere verfassungsfeindliche Plakate. Direkt so von dieser negativen Seite berichtet. Hier wird auch nicht so das Bild vermittelt. Ey, eigentlich war das friedlich, eigentlich war es richtig gut. Ja. Es wäre cool, wenn sie netter berichten. Aber genauso wie du das bei deinen Videos merkst, Maestro, dass wenn du alltägliche Sachen berichtest, es weniger Leute klicken, als wenn du etwas Provokantes machst, wie wenn du zum Beispiel unangenehme Fragen stellst an Leute oder eine Abrechnung mit irgendeinem Beef-Gegner machst, einen Diss-Track machst oder jetzt Videos über den Nahostkonflikt, dass das mehr geklickt wird. Genauso ist es bei der Presse auch so. Dass natürlich das Interessanteste ist, wenn etwas Spektakuläres passiert. Dass alle Leute sich daran halten, was verordnet ist. Das ist schön, aber das ist keine spannende Schlagzeile. Deswegen natürlich wird vor allem auch darüber berichtet, wenn etwas Verbotenes passiert. Trotzdem standen in allen Berichten, die du bis jetzt zumindest eingeblendet hast, auf jeden Fall auch die Facts. Und zwar, dass es friedlich verlief und dass es weitestgehend ruhig verlief. Also,
Ich finde, du siehst das Ganze extrem pessimistisch. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum du in diese Rolle gerutscht bist, aber ich wünsche dir, dass du aus dieser Rolle rauskommst, weil ich glaube, dass man sich in dieser Position wirklich langfristig nur unglücklich macht. Man sieht die Welt irgendwann nur noch dystopisch. Man fühlt sich irgendwann überhaupt nicht mehr wohl. Man denkt überall, man ist irgendwie unter Beobachtung oder von Feinden umzingelt. Und das endet auch im schlimmsten Fall in Paranoia. Was ist eigentlich? Es war richtig gut. Viele Demonstranten, für egal was, sollten sich mal eine Scheibe von denen abschneiden. Aber das Bild wird nicht impliziert. Egal, wir machen weiter. Der Westen. Ich brauche nicht viel dazu zu sagen. Die vielen Menschen verstopften zudem die Straßen und sorgten für ein regelrechtes Verkehrschaos. Ist ja nicht bei jeder Demo so. Guck mal, was er macht. Hör mal bitte zu, wie er das vorliest. Die vielen Menschen verstopften zudem die Straßen und sorgten für ein regelrechtes Verkehrschaos. Die vielen Menschen verstopften zudem die Straßen und sorgten für ein regelrechtes Verkehrschaos. Oder man liest es, die vielen Menschen verstopften zudem die Straßen und sorgten für ein regelrechtes Verkehrschaos. Einfach eine neutrale Berichterstattung. Du kannst jeden Text, Maestro, du kannst jeden Text so lesen, als ob es die schlimmste Beleidigung gegen dich wäre. Der 100. Geburtstag von Loriot. Er war der Großmeister unter den Humoristen und außerdem der Grund, warum das ganze Land weiß, was Trumpf ist und dass die Waschräume auf dem Campingplatz in Bozen separat liegen. Am 12. November wäre Loriot 100 Jahre alt geworden. Warum seine Kunst alle Zeit überdauert. Oder man liest, er war der Großmeister unter den Humoristen und außerdem der Grund, warum das ganze Land weiß, was Trump ist und dass die Waschräume auf dem Campingplatz in Bozen separat liegen. Am 12. November wäre Loriot 100 Jahre alt geworden. Warum seine Kunst alle Zeit überdauert? Wen willst du eigentlich damit beeinflussen, Maestro? Was willst du damit machen? Willst du eine Paranoia bei deinen Zuschauern erzeugen, dass die irgendwie Angst haben vor den Medien oder dass sie ihr Vertrauen in den Staat verlieren? Was soll das, Maestro? Was ist denn mit dir los, Junge? Was ist mit dir passiert? Ich habe immer so ein positives Bild von dir gehabt. Warum bist du so abgerutscht? Hängst du mit den falschen Leuten rum oder bist du irgendwie unzufrieden? Das läuft doch gut, du machst doch gute Klicks mit positivem Content. Was soll dieser Switch jetzt zuletzt? Solidarisier dich doch mit den Palästinensern. Mach doch was Gutes dafür. Aber doch nicht auf diese Art und Weise. Wem glaubst du damit zu helfen? Du hilfst damit niemandem. Du unterstützt bloß Leute dabei, sich zu extremisieren. Genau das erreichst du damit. Ich sag es dir. Ich sag es dir. Echt schade, wirklich. Ist ja nicht bei jeder Demo so, ne? Ist ja bei der CSD auch nicht so. Ist ja bei der CSD auch nicht so, dass da nicht auch berichtet wird, wenn da irgendwas zu Verkehrsengpässen oder sonst was kommt. Das ist bei jeder Veranstaltung so in Deutschland, Maestro, dass darüber berichtet wird. Natürlich ist der Kontext hier ein negativer, weil es grundsätzlich um einen Krieg geht. Ja? Deswegen werden jetzt keine Blumen rausgeschmissen. Aber dass über Komplikationen ausgehend von Großveranstaltungen berichtet wird, das ist ganz normal. Ganz normal. Der Pride-Parade auch nicht so. Also bei einer Demo müsste es eigentlich so laufen, die Menschen müssen sich in Luft auflösen, wenn Fahrzeuge kommen. Okay, egal, wir lesen weiter. Nach der Abschlusskundgebung auf dem Johannes-Rau-Platz mit 17.000 Ausrufezeichen Menschen war der Aufmarsch gegen 18.30 Uhr dann vorbei. Eine überwiegend friedliche Demonstration, zog der Düsseldorfer Polizeiführer im Nachhinein eine Bilanz. Wieder positiv. Eine überwiegend friedliche Demonstration. An dieser Stelle ein Riesenrespekt und sehr viel Liebe, Unterstützung und Anerkennung für den Verbinder, der dort immer wieder mit uns Kontakt gehalten hat von der Polizei und alle anderen Polizisten, die vor Ort waren auch. Respekt und Dankeschön. Und es gibt wirklich viele schwarze Schafe, die ihren Job nicht korrekt ausführen und wir haben viele Probleme in diesem Land. Aber die Polizei Düsseldorf, die gestern vor Ort war, Chapeau. Bitte lasst auch in den Kommentaren Liebe da für die Polizei Düsseldorf. Vielen, vielen lieben Dank. Aber die Berichterstattung, ihr seht's. Die sagen am Ende, ja, es war friedlich, aber alles fängt mit so einem krassen Open. Die sagen am Ende, ja, es war friedlich. Das ist, du manipulierst deine Zuschauer, Maestro. Du beeinflusst sie, du framest ihnen eine Meinung rein, die man gar nicht haben müsste. Das ist alles nur deine Interpretation. Das ist alles nur deine Interpretation. Ja, die waren ja friedlich. Nein, da stand einfach ganz am Schluss. Und das ist ja eigentlich sogar wichtig, weil der letzte Satz von einem Artikel ist auch meistens das, was dir am ehesten in Erinnerung bleibt, dass das Fazit der Polizei war, dass es eine überwiegend friedliche Demonstration war. Und selbst das drehst du ins Negative. Ja, es war halt friedlich.
Guni schreibt, hat der überhaupt mitbekommen, wie negativ die Klimakleberaktionen von vielen konservativen Medien geframed werden? Die tun alles, die tun alle so, als seien das Terroristen. Ja. Damit die, die nur die Schlagzeile sehen, sofort wieder dieses negative Bild haben. Ich verstehe es nicht, Digi. Ich verstehe es absolut nicht. Jetzt möchte ich euch was zeigen. Guckt euch bitte mal selbst Live-Bilder an von der Demo. Ich habe alle 10, 15 Minuten habe ich ein Video aufgenommen, wie ich auch die Massen gezeigt habe. Dann könnt ihr euch selber ein Bild davon machen. Wir haben sogar einen Polizisten gefragt. Ja, perfekt. Darauf haben wir gewartet. Freunde, wir sind ungefähr, ich würde sagen so, nach meiner eigenen Schätzung, 15.000 Leute. Hört ihr irgendwas? Wir wollen heute hier still marschieren, mit so vielen Menschen. Bei jeder Demonstration wird verallgemeinert, dass wir eine unmenschliche Horde sind, die sich an nichts halten und dass unsere Absichten auch nicht so rein sind, wie man denkt. Hinter mir stehen 15.000 Menschen. 15.000 Menschen, die alle gerade ihren Mund halten und mit ihrer Stille demonstrieren. Boah, alaikum salam, Bruder. Isa, was geht? Und hinter uns sind circa 10.000 bis 15.000, 16.000, 17.000 Menschen. Echt? Sind wir so viele? Ja, wir sind so viele. Alle ruhig. Ja, machen wir mal. Freunde, wir stehen gerade. Alle stehen. Das sind 15, vielleicht 16.000, 17.000 Menschen. Alle friedlich. Hört ihr irgendwas? Wir stehen gerade. Mashallah. Guckt euch mal diesen Regen an, das ist Berek jetzt. Wir demonstrieren hier für Menschenrechte. Bruder, ein Bruder hat es gerade schön gesagt, er hat gesagt, in Gaza fliegen Bomben und hier fliegt Wasser, ja, worüber beschweren wir uns? Die Schlange geht von hier immer noch bis zum Bahnhof. Immer noch. 20 Minuten, stell dir vor. Wie bitte? Vom Hauptbahnhof bis hierhin 20 Minuten. Ja. 20 Minuten Fußweg. Voll mit Menschen. Und alle friedlich. Ihr hört keinen Ton. Alle friedlich, alle schweigen. Freunde, wir haben hinten, wir sind, ich sag über 20.000, was sagst du? Die Polizei hat 35.000 geschätzt. 35.000 geschätzt. Und guck mal, es ist so ruhig. Nicht, dass es wieder hinterher heißt, irgendwelche Medien, die Bild berichtet, das gab das, das. Es ist komplett ruhig. Ich habe die Polizei gerade gefragt, keine Zwischenfälle. Keine Zwischenfälle. Alhamdulillah. Ja, wir können fragen. Auch, also ich finde es nicht. Aber das stand ja auch überall in allen Berichten, die du gezeigt hast, Maestro. In allen Berichten, die du gezeigt hast, stand, dass es keine Zwischenfälle bei dieser Demo gab. Das Einzige, was drin stand, war, dass ganz am Anfang, dass es kurz irgendwelche Free Palestine-Chöre gab. Und dass es ansonsten weitestgehend ruhig verblieb. Und genau das sieht man ja auch in deinen Bildern. Also wo ist das Problem? Genau das, was du uns gerade zeigst, wurde auch berichtet. Ich nehme keine Person auf, ich nehme nur mich selber auf. Fragen, was Ihre Meinung ist, ob es gerade friedlich läuft oder nicht? Ob es gerade für Sie friedlich hier ist oder nicht? Kalt ist es ja. Nein, gab es bis jetzt irgendwelche Zwischenfälle inzwischen? Nicht, dass wir's. Okay. Vielen lieben Dank das dafür. Reicht schon, danke schön. Ich will nur mich selber. Darf man Ihre Stimme hören in dem Video? Ich mache das für YouTube, wenn Sie nicht wollen, schneide ich es raus. Raus, okay. Aber ich darf von Dritt sagen, berichten, der Beamte, der nette Beamte, die sind übrigens alle sehr nett hier, haben gerade bestätigt, es gab keine Zwischenfälle. Bis jetzt. Und inshallah bleibt das auch so. Und ich bin sehr stolz auf uns alle, dass es so ist. Wieder nur Bullshit berichten werden. Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen das Problem, was ich hier raus höre, lieber Maestro. Du wusstest es von Anfang an. Das heißt also, du bist von Anfang an schon davon ausgegangen, dass die Medien in Deutschland dich denunzieren wollen, weil du davon ausgehst, dass die deutschen Medien ultra schlecht sind. Wir haben jetzt schon 20 Mal in diese Weltkarte reingeguckt von Reporter ohne Grenzen, wie es um deutsche Medien bestellt ist. Deutsche Medien sind im weltweiten Vergleich ziemlich gut, Maestro. Okay? Die Wahrscheinlichkeit, dass du hier ultra krass verleugnet oder denunziert wirst in deutschen Medien, ist sehr gering. Okay, es kann passieren, aber höchstwahrscheinlich wird es nicht passieren und höchstwahrscheinlich wird es dann auch angeprangert, wenn das passiert. Und in deinem Fall scheint es bis jetzt absolut nicht der Fall zu sein. Und dass du das von vornherein wusstest, das zeigt, mit welcher Einstellung du an das Ganze schon rangehst. Ist auch so passiert, aber alles gut.
Ich durfte dort eine Rede halten. Diese Rede möchte ich euch auch noch zeigen. Die Rede war ursprünglich viel länger. Ihr seht, ich werde viele kleine Karteikärtchen, die ich vorbereitet hatte, zur Seite packen. Ich musste Karteikarten vorbereiten, weil es abgesegnet werden musste, was ich sage. Es gibt ja auch Dinge, die du nicht sagen darfst heutzutage. Und deswegen musste ich das schriftlich... Es gibt Dinge, die du nicht sagen darfst heutzutage. Es gab schon immer Sachen, die du nicht sagen darfst, Maestro. Beziehungsweise, nein, weißt du was? Nicht mal das stimmt. Du darfst alle Sachen sagen. Aber es gibt Sachen, die, wenn du sie in einem bestimmten Kontext oder in einer bestimmten Umgebung sagst, dann kannst du dafür strafrechtlich belangt werden. Da gehören Dinge dazu, die Volksverhetzung darstellen oder Holocaust-Relativierung und. Grundsätzlich aber darfst du erstmal alles sagen. Du darfst auch bei Tempolimit 120, 200 fahren. Aber wenn du dabei erwischt wirst, dann hast du eine Ordnungswidrigkeit oder etwas strafrechtlich Relevantes gemacht und dann wirst du dafür gemaßregelt. So ist das in einem Rechtsstaat. Es ist halt nicht alles erlaubt. Das heißt aber nicht, dass du in einem Gefängnis oder in einer Diktatur bist. Weil das ist nämlich das, was ich die ganze Zeit raushöre. Schon bei der letzten Reaction auf eins deiner Videos ist uns aufgefallen, dass du Dinge, Vergleiche gezogen hast, wie wir wären hier wie in einer Situation, in der eine Art Stasi agieren würde. Du vergleichst also den Zustand hier in der Bundesrepublik Deutschland aktuell im Jahr 2023 mit dem Zustand, also bezüglich der Menschenrechte in Diktaturen. Und das schwingt nicht nur in dem letzten, sondern auch in diesem Video mit. Und ich verstehe nicht, warum du das machst, weil es hat mit der Realität eigentlich nichts zu tun. Meiner Meinung nach. Normalerweise, ich rede immer Freestyle. Und ja, ich überspringe viele, weil ich war, ich glaube, der 5. oder 6. Redner und vieles wurde halt schon gesagt und ich wollte die Masse, die dort mitten im Regen in dieser Kälte dort standen, nicht weiter in die Länge zögern, indem ich zum 17. Mal wiederhole, was schon gesagt worden ist. Deswegen guckt euch das an. Ich glaube, das Gedankenspiel am Ende ist ein sehr schönes. Da wurde ich inspiriert von einem Film, Die Jury. Könnt ihr euch vielleicht auch gerne reinziehen. Mit den Worten, passt auf euch auf. Assalamu alaikum, schönen Tag noch und Peace. Ich weiß, es war ein sehr langer Tag. Ihr seid nass, ihr seid kaputt, ihr seid müde. Und deswegen möchte ich auch nicht 17 Mal alles, was ich jetzt hier sage, wiederholen. Wir alle wissen, was passiert ist. Ich möchte aber diese Worte, die ich jetzt an euch richte, filmen und auch auf YouTube veröffentlichen. Damit nicht nur ihr das hört, sondern damit unsere Umma das hört. Also wenn ihr mir helfen wollt, dann könnt ihr gerne jetzt auch eure Hände nicht anmachen, damit man ein bisschen mehr sieht. Damit könnt ihr unterstützen. Ich bin heute nicht als Influencer hier. Ich bin auch nicht als Vorbild hier. Oder ich bin auch nicht als Maestro hier. Deswegen wurde ich auch als Attila angekündigt. Ich bin hier als ein Sohn von Deutschtürken. Als ein Enkel von Gastarbeitern. Ich bin hier als der Vater eines Kindes in der 4. Generation in Deutschland. Ich bin heute hier als Mensch. Als jemand, der die deutsche Sprache perfekt beherrscht. Ich bin als jemand hier, der die deutschen Gesetze kennt und achtet. Aber ich bin auch als ein Muslim hier. Als ein Aktivist für Frieden. Wenn ihr euch schneidet, blutet ihr? Wenn ihr traurig seid, weint ihr? In den letzten Wochen sind sehr viele Menschen getötet worden. Menschen, die, wenn die sich schneiden, auch bluten. Die auch weinen, wenn sie traurig sind. Dazu zählen auch unschuldige Israelis, aber auch unschuldige Palästinenser. Und als erstes, bevor wir uns fragen, ob wir das stoppen können, und bevor wir die Waffen niederlegen können, müssen wir erstmal den Mut haben, zu sagen, dass das falsch ist, dass ein Palästinenser nicht getötet werden darf. Aber heutzutage habe ich das Gefühl, dass du das nicht sagen darfst. Dann wird in deine Reichweite genommen. Deine Rechte werden genommen, deine Grundrechte werden eingeschränkt. Alhamdulillah, heute durch die Polizei nicht. Und danke dafür. Ja, Maestro, weil es halt eben einfach nicht stimmt, was du sagst. Deine Grundrechte werden dir nicht genommen, dass die Grundrechte eingeschränkt werden. Das ist die Natur einer Demokratie, einer parlamentarischen Demokratie mit Gesetzen. Deine Grundrechte müssen immer wieder mal eingeschränkt werden, weil deine Grundrechte nicht unbegrenzt sind. Gelten. Irgendwo müssen sie eine Grenze haben, damit bestimmte gesamtgesellschaftliche Abläufe funktionieren.
damit auch andere Menschen geschützt sind. Wie zum Beispiel, habe ich ja schon tausendmal gesagt, Tempolimit, was weiß ich, Bauvorschriften und, und. Deswegen ist hier und da immer wieder eine Grenze, die du siehst, bei deinen Grundrechten. Das heißt aber nicht, dass sie dir weggenommen wurden und genau deswegen hat die Polizei euch an dem Tag korrekt behandelt, weil ihr offensichtlich nichts Regelwidriges gemacht habt. Weil ihr friedlich demonstriert habt und anscheinend nichts Volksverhetzerisches großartig stattgefunden hat und deswegen wurdet ihr korrekt behandelt. Das ist es. Da ist keine große Zauberei drumherum, Maestro. Ihr verhaltet euch den Regeln entsprechend und dann ist alles tutti. Verstehst du? Das ist gar keine große Zauberei. Aber ich habe eine Frage an euch. Sind Menschen unterschiedlich viel wert? Aber manche Menschen, die sehen das leider so. Und deswegen, ich habe eine ganz lange Rede vorbereitet, aber vieles wurde schon gesagt. Bevor ich das jetzt alles vorlese, möchte ich ein paar Fragen an die Bundesregierung stellen. Fragen, die heute noch nicht gestellt worden sind. Und zwar, das Abschneiden der Bevölkerung von Wasser, Nahrung, Elektrizität, medizinische Versorgung wurde letztes Jahr ganz klar, laut und deutlich als ein Kriegsverbrechen und als terroristischer Akt gewertet. Und ich frage die Bundesregierung, ihr hattet jetzt einen Monat Zeit nachzudenken. Ist das ein Kriegsverbrechen oder nicht? Ich bitte um eine klare Antwort. Sind Angriffe auf Krankenhäuser, aber nicht nur Krankenhäuser, Bäckereien, Flüchtlingsunterkünfte, lebenswichtige Einrichtungen, Bildungseinrichtungen, sind das keine Kriegsverbrechen? Manche Menschen sagen, die Palästinenser sind selber schuld. Sie sagen, die Palästinenser haben doch selber gewählt, was ihnen passiert ist. Und deswegen möchte ich eine Frage stellen. Aber das sind doch jetzt lauter Strohmann-Argumente. Ja, manche Menschen sagen, die Palästinenser sind schuld, selber schuld. Manche Menschen sagen auch, dass die Araber hassen oder Muslime. Ja, das sind halt Arschlöcher, die sowas sagen. Also, wo ist jetzt genau dein Punkt? Kritik an der Bundesregierung zu äußern, zum Beispiel, dass es in öffentlichen Statements zu wenig Empathie signalisiert wird gegenüber den zivilen Opfern auf der palästinensischen Seite. Diese Kritik teile ich doch. Aber formulier doch diese Kritik. Ich weiß, es gibt ein bisschen weniger Rumgebrülle, so als ob man irgendwie die 300 Spartaner anführt. Aber das wäre eher an der Wahrheit gewesen. Das wäre authentischer gewesen. Das, was hier gemacht wird in deiner Rede, wirkt auf mich einfach so, als ob du dir überlegt hast, was bringt die meisten Jubler. Genauso wirkt es. Ist es ein Verbrechen, Kindergärten zu bombardieren? Ja! Ja, Bruder, wissen wir. Das wissen wir. Das wissen wir. Kein vernünftig denkender Mensch sagt doch was anderes. Hättest du diesen Moment genutzt, an dem du vor so vielen Menschen redest und hättest die Kritik präziser formuliert, wärst du präziser darauf eingegangen, dass die deutschen Staatsrepräsentanten zu wenig Empathie zeigen und, dann hättest du einen viel besseren Punkt gehabt. Stattdessen wirkt es einfach wie ein Abholen von leichtem Applaus, wenn du mich fragst. Aber vielleicht kommt ja noch was, die Rede ist ja noch nicht vorbei. Wenn heute in Deutschland Bomben einschlagen würden und wir alle, wie wir hier sind, ums Leben kommen würden, wären wir dann selber schuld für die Fehler, die die Regierung macht? Ich möchte zum Abschluss, ich will es kurz halten, ein Gedankenspiel machen. Und wenn ihr euch an diesem Gedankenspiel beteiligen wollt, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, eure Augen kurz schließen oder euch in die Situation hineinversetzen, was ich euch jetzt gerade beschreiben möchte. Und dafür bitte ganz viel Ruhe. Ein Kind sitzt inmitten von Trümmern. Es ist ein Junge. Er ist 5 Jahre alt. Er sitzt zwischen diesen Trümmern. Seine Eltern, die sind soeben gestorben, vor seinen Augen. Er weint so laut er kann, aber keiner hört ihn. Er weiß nicht, dass die nächste Rakete schon unterwegs ist. Er weiß nicht, dass die nächste Rakete ihn gleich treffen wird. Er weiß es nicht. Eine Rakete, die sein kleines Herz in Stücke reißen wird. Er fasst sich all seinen Mut zusammen und er versucht aufzustehen, weil er sich denkt, nein, ich gebe nicht auf. Weder Allah noch diese Welt hat uns Kinder hier aufgegeben. Er will aufstehen. Und in dem Moment fällt die Bombe und zerstört sein unschuldiges Leben. Er ist 5.
Wenn ihr die Augen gerade zu habt, könnt ihr diesen Jungen sehen? Okay, und jetzt bitte stellt euch vor, dieses Kind ist blond, hat blaue Augen und heißt Max. Wäre das denn immer noch fair? Bitte lasst uns alle gemeinsam. Hä? Hä? Was? Was willst du denn damit jetzt beweisen? Ich schwöre, wirklich, bei Gott, ich check noch nicht mal, was du damit erreichen willst. Also Leute sollen sich ein Kind vorstellen, ein kleiner Junge, er ist 5 Jahre, sein kleines Herz und gleich wird er von einer Bombe zerrissen. So, du willst emotionalisieren. Weil normal, jeder findet es schlimm, wenn ein 5-jähriger Junge von einer Bombe getötet wird. Findet jeder schlimm, klar. Deswegen betonst du das auch so oft. Er ist 5. Haben wir verstanden. Also du willst Trauer und Wut triggern mit diesem Gedankenspiel. Und dann machen wir die Augen auf und dann ist es ein blonder, blauäugiger Junge. Das ist ja noch nicht mal schlüssig ausformuliert. Was willst du denn damit sagen? Ist es dann immer noch fair? Nee, war's auch vorher schon nicht. Und kein normal denkender Mensch sagt was anderes. Noch nicht mal Robert Habeck, den ich selber kritisiert habe für seine Rede, oder sonst irgendwer hat gesagt, dass es okay ist, wenn kleine palästinensische Kinder getötet werden. Was wolltest du eigentlich jetzt gerade mit dem Punkt erreichen? Wolltest du einfach nur Wut triggern, dass die Leute sagen, ja, und die palästinensischen Kinder werden umgebracht und die blonden Blauäugigen nicht? Also es ist wirklich diese Rede. Ich weiß nicht, ob du dich feierst für diese Rede, aber du hast einfach dir nur leichten Applaus abgeholt. Du hast dir ein bisschen Chöre abgeholt und ein bisschen emotionalisiert. Er hat zu viel die Jury geguckt und suggeriert so, dass wir als Gesellschaft mehr Empathie für Menschen mit europäischer Herkunft haben. Ja, aber es macht ja gar keinen Sinn. Ich verstehe das schon, aber es macht ja gar keinen Sinn in dem Kontext, weil er redet gerade vor Menschen, die ja wegen der Empathie für diesen kleinen palästinensischen Jungen dorthin gekommen sind. Und wenn die dann die Augen aufmachen und der Junge ist blond und blauäugig, dann ändert sich für die Leute ja nichts. Aufstehen, unsere Stimme erheben, gegen Unrecht auf der Welt, gegen alle Menschen, alle Nationen. Das waren meine letzten Worte. Dankeschön, Salam Aleikum. Düsseldorf, das geht an die ganze Welt. Habt ihr eine Frage? Wo seid ihr? Düsseldorf. Wo seid ihr? So als das diese Videos machen doch normalerweise immer die Comedians, wenn sie vor ihrem Publikum am Schluss nochmal zeigen wollen, wie viel zu ihrem Event gekommen sind, oder? Das kenne ich von Özcan Kosa, der macht solche Videos immer auf Instagram. Ja, Maestro, wie gesagt, ich habe absolut nichts gegen dich persönlich. Ich hege keinen Groll gegen dich. Wie gesagt, eigentlich bist du mir immer sympathisch gewesen, aber die Art und Weise, wie du hier agierst und wie du auch öffentlich redest, ist für mich ein großes Problem. Und deswegen muss ich das kommentieren. Ansonsten würde ich mir auch heuchlerisch vorkommen, wenn ich es nicht kommentiere, nur weil ich dich persönlich mag. Tue ich wirklich. Also ich hab in der Vergangenheit immer wieder mal persönliche Gespräche mit dir gehabt und du warst immer sympathisch. Muss ich offen und ehrlich sagen. Aber nur weil ich dich sympathisch finde, heißt es nicht, dass ich dich nicht kritisieren kann. Und das muss gemacht werden, wenn ich sowas sehe, weil offensichtlich ist, dass du auf einem Irrweg gerade bist, weil du denkst, dass schlecht oder manipulativ von den deutschen Medien als Ganzes berichtet wird, womit ich in keinster Weise behaupten will, dass es nicht passiert, dass bei den deutschen Medien auch tendenziöse Berichterstattung passiert, dass in den deutschen Medien auch Scheiße mal gelabert wird und dass es nicht auch Momente gibt, wo ich auch das Gefühl habe, hey, mir ist da zu wenig Empathie für die zivilen Opfer auf palästinensischer Seite. Aber sich hinzustellen, sein Video zu nennen, die deutschen Medien lügen wieder, das ist, ob es dir gefällt oder nicht, Schwurbler-Style. Nochmal, ich weiß ja, dass dich der Begriff geärgert hat. Ich sage nicht, dass du ein Schwurbler bist. Ja, ich glaube auch nicht, dass du den ganzen Tag jetzt dran sitzt und irgendwelche Verschwörungstheorien an der Wand hast. Aber das, was du da behauptest, ist Schwurbelei, weil es Blödsinn ist. Die Artikel, die du selbst eingeblendet hast, haben genau das berichtet, was du uns dann in deinen Videos gezeigt hast. Der einzige Punkt, den du da hattest, war, dass sie gesagt haben, obwohl es als Schweigemarsch angekündigt war, war es ziemlich laut, weil am Anfang anscheinend Sprechchöre waren.
Schauen wir kurz, ob wir diese Sprechchöre finden, weil die waren komischerweise nicht in deinem Video drin. Wenn es dir ja so wichtig ist, Facts zu droppen und zu zeigen, wie krass die deutschen Medien lügen, so wichtig, dass, also wenn es dir so wichtig ist, dass du das sogar in dein Thumbnail reinmachst, dass du mit roter Schrift schreibst, wieder lügen die Medien. Siehst du, das ist genauso wie du vorgelesen. Wieder lügen die Medien, oder? Wieder lügen die Medien. Dass du das da reinmachst, dann wärst du eigentlich, der Vollständigkeit halber, meiner Ansicht nach, in der Bringschuld gewesen, uns auch zu zeigen, worauf berufen sich die Medien, wenn sie sagen, es war laut. Weil das ist ja dein einziger Punkt gewesen. Ansonsten hattest du ja gar keinen Punkt. Weil alles, was sonst in diesem Artikel drin stand, war positiv. Da stand drin, dass es friedlich verlief, dass keine Ausschreitungen gab und dass die Ordner von der Demo extrem darauf geachtet haben, dass sich alle an die Regeln halten. Und natürlich da die Verkehrsverstopfung. Aber das wird bei jeder Demo berichtet. So. Jetzt schauen wir mal, ob wir diese Chöre finden. Palestine, free, free Palestine. Ja, allein schon da ist es doch. Da hören wir es. Palestine, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Ja, also sagen wir, es wären 30.000 Menschen und diese 30.000 Menschen rufen Free, free Palestine. Ist doch normal, es ist laut. Ist halt laut. Was ist daran so schlimm, wenn die Medien das berichten? Versucht gerade Aufnahmen zu machen, auch von uns. Und da stellt sich dann immer wieder die große Frage, was macht eigentlich so ein Nazi hier auf einer Demo, wo es um Palästina geht? Eigentlich haben wir... So, voll die dämliche Frage. Also mit Verlaub, das ist doch eine total dämliche Frage. Was macht wohl ein Nazi auf einer Demo, wo es um Palästina geht? Zweckallianzen schmieden, ganz einfach. Das macht ein Nazi da. Das ist ja wohl absolut nichts Neues, dass Nazis ultra gerne das Leid und den Schmerz von Menschen, die entweder direkt betroffen sind oder sich solidarisieren mit den Palästinensern, ausnutzen, um Stimmung gegen Israel und Juden zu machen. Das ist doch nichts Neues. Das ist eine der Sachen, die ich schon als erstes gecheckt habe, dass es absolut gar nicht verwunderlich war, wenn du mal einen Nazi mit einem Palästinenserschal gesehen hast. Das ist doch total dämlich, diese Frage. Basiert auf Unwissenheit höchstwahrscheinlich. Nazi ist ein riesengroßes Problem mit allen Menschen, die nicht kartoffelig weiß in der 24. Generation. Was hat er gerade gesagt? Nazis haben ein Problem mit allen Menschen, die nicht kartoffelig weiß in der 24. Generation. Mein Gott, wen haben die da reden lassen, Alter? Also Maestro, ist das jetzt für dich wirklich nicht verständlich, dass da berichtet wurde, dass es laut war? Ist es so schlimm? Ist das nicht laut? Sorry, Bro. Do your research. Ich denke, das reicht aus, um zu verstehen, warum auch dieser Anfangsteil der Berichte keineswegs eine Lüge war, Maestro. Und deswegen zum Abschluss noch einmal auch an dich der Appell. Bro, mach Videos über das Thema, solidarisier dich mit den Palästinensern. Wir solidarisieren uns auch mit den Palästinensern. Mir tun die Menschen von Herzen leid und ich finde es auch ungerecht, was mit ihnen gemacht wird, auch vom israelischen Staat. Ich finde auch, dass es überfällig wird, dass man endlich eine Einigung dorthin bekommt. Und meiner persönlichen Ansicht nach kriegt es der israelische Staat irgendwie nicht hin. Trotzdem bin ich kein Politikexperte und habe jetzt auch keine Lösung parat. Aber das, was du machst mit deinen Videos aktuell, dass du den Leuten versuchst einzubläuen, dass wir von den Medien belogen werden, dass man seine Meinung nicht sagen darf und dass unsere Grundrechte uns weggenommen werden und dass du zu... Kanaken,
in den Medien erklärt wirst, das ist einfach, wirklich, das ist einfach scharf machen. Du machst die Leute scharf. Du trägst dazu bei, dass sich Menschen radikalisieren und das ist extrem gefährlich. Und deswegen, auch wenn es dir nicht gefällt, muss ich das kritisieren und ich rufe dich hiermit wirklich ausdrücklich auf, Maestro. Komm zu Verstand. Du bist auch ein Teil der Rap-Szene, ja? Und in der Rap-Szene geht es auf der einen Seite um die Emanzipation von Minderheiten. Und dazu zählen natürlich auch die Menschen, die sich unterdrückt fühlen im Staat Israel, in den Autonomiegebieten. Gar keine Frage. Aber es gehört auch zur Rap-Kultur, gerecht zu sein, ja? Und nicht zu hetzen. Und das, was du da machst, grenzt an Hetze. Du hetzt die Menschen gegen die Öffentlichkeit hier in Deutschland auf. Du hetzt die Menschen dazu auf, dass sie sich fühlen, als ob sie hier in einer dystopischen, bald in eine Diktatur ausufernde Extremsituation sich befinden. Obwohl dem mitnichten der Fall ist. Die Artikel, die du selbst eingeblendet hast, haben nichts von dem, was du so reißerisch in deinem Thumbnail oder Titel erklärt hast, noch das, was du in deinen Kommentaren zwischen den Videoausschnitten erklärt hast. Nichts davon. Die Presse hat hier meiner Ansicht nach nicht in relevantem Maße irgendeine Lüge über dich verbreitet oder sonst irgendwas. Und deswegen komm zu Verstand, mach weiter mit Solidaritätsbekundungen für die palästinensische Bevölkerung, mach ruhig weiter. Ich fand's auch gut, ich habe das schon bemerkt, dass du auch in deiner Rede mit eingebaut hast, dass israelische Opfer natürlich auch schlimm sind. Ist doch super, dass du das machst. Aber das, was du drumherum machst, ist Katastrophe, Bro. Lass das lieber sein. Komm zu Vernunft. Ich weiß nicht, ob das nur von dir kommt oder ob du einen Einfluss hast aktuell, der negativ ist, aber komm zu Vernunft.